Ziemlich steil Berg hoch und müssen erstmal hoch auf 600 Meter. Bevor wir oben sind, tauschen wir, dann kommst du nicht mehr drauf, weil hinten geht es nämlich ein Schotterweg ziemlich steil runter. Da gucken wir drauf an, ob sie bremsen oder nicht. Hallo, meine guten Balu! Die Sophie, nee, die Sophie hier hinter. Da kommt der Lakota und der Dings mit hin. Nein, Bike an hier, bei mir hierher. Hör auf, Max. Max. Warte. Ja, durch mein Kreuz, ich kann kaum. Knut hier! Du hältst immer hier vorne die Tür fest. Genau, du hältst sie so fest, dass sie sich nicht, wenn sie rüberbeißen wollen, bleckst du einfach. Voll! Zurück! Langsam. Lass es einfach los. Schauspiel mal angucken. Links.
Balu. Hier rüber. Pass auf, dass der sich die Füße nicht aufläuft. Haben wir alle? Ja. So. Ja, 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 ja. Du kommst zu mir? So, gut, erstmal ruhig bleiben. Draufsetze. Lauf! Und Ruhe da vorne. Aslan, ich will nicht, dass du rüberbeißt. Alter Freund, hör auf! Hör auf! Hör auf! Hallo? Bein links! Links! Aslan! Gut. Die zwei haben nämlich immer hinten. Der Weiße hinten ist so aufgeregt, ja, dass der nämlich immer rumschnabbelt. Ja, das sind ja schon ein paar Meter, oder? Und dann ist, genau. Genau, dann ist wir hatten sie letztens nämlich schon ein paar Mal im Maulkorb dran. Dann haben wir den Maulkorb da abgemacht und heute haben wir wieder mal ohne. Langsam! Stopp! Lauf! Aber flott, komm! Hopp, 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 hopp! Okay, fein gemacht! Geradeaus! Hey, hey, hey! So, jetzt müssen erstmal alle pieseln. Und kacken, stopp! Ja, 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 ich halt die an. Ja, Aslan, hast du fein gemacht, gell? Alter, aufgeregter Kerle. Ja, ja, es geht los und lauf! Ah, schon Kraft dahinter, gell? Ja, wir müssen hier erstmal ein bisschen warm laufen jetzt. Erst 4-5 Kilometer, ist klar. Stopp! Knudi, früher habt ihr das im Wald gemacht. Jetzt hier auf dem Weg natürlich, klasse. Immer eher. Und lauf! Knudi ist ein Schneekacker. Oh, ja. Feine, super. Die zwei hinteren haben nämlich jetzt den vorderen ihr Geschirr an. Ja. Und die haben normalerweise alle maßgeschneiderte Geschirre. Ja. Aber ab und zu ein, zwei, dreimal im Monat tue ich sie auch wechseln, damit sie nicht immer die gleichen Druckstellen haben, weißt du? Ja. So. Na. Wow. Achtung! Na, hier gehen wir mit den Kranken meistens immer spazieren, dann die pinkeln natürlich und dann müssen die sich natürlich drüber bieseln, hier ist klar. Ach, da vorne ist schon ein Vogel, den haben sie auch schon entdeckt. Die Sophie ist ja heute gut drauf! Feine, du kleine schicke Sophie! Ja, schon die erste Thermik, wo der Vogel drinnen dreht. Super! Wir haben hier Südwind wahrscheinlich. Oh ja, vom Wetter können wir nicht meckern, ne? Können wir nicht meckern, ja. Okay, wir kommen nachher noch in eine etwas schneereichere Region gleich. So.
So, und Bibi machen! Na, ich nicht, Aslan. Ich muss keiner. Guckt mich an, als ob ich muss. Ich sag, für euch habe ich angehalten. Und lauf. Dreht sich um, gell? So nach dem Motto, na mach halt. Der Blick hat wirklich Bände gebrochen. Ja, mach halt. Ich war zu lang. Das ist sowieso einer, der versteht alles, wenn du es auch über eine hast. Ne? Meistens ist er stinkig, wenn ich immer sage, das ist ein Mischling. Da dreht er sich ganz gleich um. Da setze ich hier. Ein ganz fleißiger Mischling bist du. Ja, weiß ich ja. Ja, du hast mich schon den Kopf schon rum, gell? Hast du gesehen? Ganz fleißiger Mischling bist du. Ja. Na, Aslan. Oh, ein Schicker. Weich. Ja, du. Na ja. Und links. So, jetzt sind wir auf den Höhenweg. Das heißt, links geht's. Jetzt lang mal filmen? Also geht's oder ist es? Ja, warte mal noch. Ich sag dir dann. Okay. Wir haben jetzt noch mal so ein bisschen eine Abfahrt. Okay, und dann besser. Und dann geht's erstmal eine ganze Zeit lang. Weißt du, was wir hier gleich machen? Hier machen wir gleich mal ein schönes Foto. Stopp, drauf auf die Hakenbremse. Alles klar. So, richtig mit beiden Füßen drauf. So, jetzt müsstest du mir das Handy mal zurecht machen. Ja. Wer weiß, wo wir noch so schönes Licht mit dem Schnee kriegen. Das ist gerade schön hier. Na? Die Hunde finden es auch gut. Oh, da vorne ist es schon. Mixle. Und wie lange machst du das jetzt schon mit den Hunden insgesamt? Also 11, 12 Jahre habe ich sie. Ey! Lakota! Und so intensiv eigentlich 5. Stopp! Lakota, geh doch mal auf deinen Platz und bleib mal normal. Ne? Lakota, hör auf! Drauf stehen bleiben, Köpfe zu mir drehen. Zum Glück steht er auf der Bremse. Ich zieh sogar hoch. Ja, und ich habe die Handbremse noch dran. Zusätzlich, also das siehst, gell? Die haben Power. So, jetzt kannst du langsam runter. Jawohl, alles klar bei dir vorne auch? Super, perfekt. Also gut, wunderbar. Und lauf! Dem Schnee habt ihr trotzdem nicht gerechnet hier, hä? Ja. Ich hab fast geschnitten jetzt durch den Schnee. Genau. Ein gerade und langsam Max und Knut. Langsam. Hier siehst du in der Mitte schon meine Hakenspuren, gell? Ja, okay, ja. Oh. Ja. Wenn man da runterbrennt.
Alter, das ist ja echt. Naja, die darfst du gar nicht so schnell werden lassen. Ja. Weil wenn sie über eine gewisse Geschwindigkeit kommen, dann. Also langsam, wenn man nicht einigermaßen vereist ist, weißt du, haben wir ja da guten Grip mit dem Bremsen. Es ist schon hier. Aufzusitzen irgendwie, das ist gut. Sophie, das ist ein guter Zukunft. Ich meine, wie die arbeitet. Enkler, fein! Da vorne, gell, die Links-Rechts-Kombination. Schön rechts mit reinlegen jetzt. Achtung! Und links! Jawohl, gut! Super, und geradeaus! Männers, geradeaus! Fein Lauf! Und vorbei. Ah, das ist natürlich optimal, weißt du, Temperatur, ein bisschen Schnee, ja, wo die sich hier ein wenig wälzen können, weißt du? Ja. Weil die haben ja nur ein Temperaturproblem, die Hunde, mehr nicht. Ja. Um jeden Grad, was runtergeht, werden die Burschen fitter. Sophie, bist du heute fein? Super! Du musst dich gut drauf holen. Feine Aslan, du bist heute auch fein drauf. Jawohl, Aslan. Da hat jeder so sein Laufspiel, wenn man die beobachtet. Völlig anders. Der kleine Balu mit dem Türkisen an der zweiten Seite, weißt du, der an der Werkbank war, ja, wo ich gesagt habe, der zieht wie ein Narrischer. Ja. Der macht ja die doppelte Schrittzahl wie der Weiße hinten links. Ne? Ja. Und sobald du anhältst, dann liegt er. Und wenn du und den kannst du 60, 70 Kilo den da dran machen. Der macht Vollgas. Wenn du den nachher anmachst, hat er immer noch voll zu. Okay. Der läuft bis er umkippt. Müssen wir auch auf denjenigen, auf den ich sagen wir mal temperaturmäßig aufpassen muss, dass der nachher gleich was so saufen kriegt. Ja. Und hinten. Kochen gekriegt gerade. Genau. Wo machen wir das? Max, wir gehen rechts um. Rechts. Jawohl. Oh, super. Fein. So, konzentriert bleiben. Nachher müssen wir gleich auf die Hakenbremse, weil hier ist nämlich Wildwechsel von den Wildschweinen. So, auf die Hakenbremse drauf. Schön, normal, langsam, kein Problem. Okay. Und gerade hinstellen, ohne zu ziehen, einfach drauf. Den anderen Fuß auch. Wunderbar. Links. Nein. Okay. Einmal runter von der Hakenbremse. Jawohl, super. Links. Aha, von wegen Max. Ah, langsam haben die Burschen. Nicht stehen bleiben jetzt berg runter hier.
hinten müssen wir nach München ziehen. Ja. Fuck, ich muss da vorher auf der Auto fahren, dann für die Leute gucken. Ja, wenn ich die andere Runde hinten fahre, wo wir heute in Stadt gesehen haben, und komme dann zurück, dann muss ich ungefähr so einen Kilometer auf den Zubringer zur Autobahn fahren. Rüber nach Widersbach, also die Straße. Und du merkst genau, wenn das jetzt schönes Sonnenschein und trockenes Wetter ist, sind die ganz anders drauf, als wenn du so ein neblig, mieses Wetter hast, weißt du? Ja, wie bei uns. Ja, ja, dann machen die zwar ihren Job, aber ja, da musst du ab und zu mal was sagen, komm Junge, da sind sie ein bisschen unkonzentriert. Garantiert gleich wieder links abbiegen. Warum das denn? Geradeaus, rechts und gerade, rechts! Jawohl, hier haben die frischen Schotter hin, aber bitte vorsichtig machen, wechsel langsam, hier ist frischer Schotter. Mal oben doch, ach nee, oben liegt der Baum quer. Ah, scheiße, genau. Da unbedingt mit der Motorsäge hin. Du siehst auch nicht gerade fest. Ich glaube, ich höre es ja. Aber das ist egal. Das ist wurscht. Die Wassertreibe. Fahren wir mal runter, dann geht es hinten wieder ein bisschen bergan und dann können wir noch mal wechseln. Mhm. Ja, das machen wir. Ich sitze ja eigentlich gut. Das glaube ich. Wegen hier. Aktiv gebucht. Zu mir sagen, es ist ein Workshop und dann kannst du faul Haut legen hier. Wunderschöner Tag heute, super. Max geradeaus. Und ein bisschen links. Oh, ist fein. Okay. Wechsel, stopp. So, warte mal, wir wechseln noch nicht. Du gehst erst auf die Hakenbremse. Wir mal gucken, der kleine Balu braucht, glaube ich, ein bisschen Knallgas hier. Isotonische Sache. Aber die Pumpe ist aber doch schon ganz gut. Ja. Ich sehe aus wie Sau und dreckig bin ich auch. Knut, komm her. Balu, komm. So viel kriegst du gehalten. Und nicht umschmeißen, Balu, gell? Weh, du schmeißt es um. Ihr kriegt auch was, warte. Ja, ja, Großer, du kriegst noch was.
Langsam. Wir haben die früh immer gewässert, machst dann nicht vor ein Rennen, weißt du, so zwei Stunden vorher gibt es ja so zwei Liter Brühe. Das war es die ganze Zeit so, dass die mir die Brühe gegeben haben und dann hatten die keinen richtigen Bock mehr zum Laufen und abends auch nicht zu fressen. Die haben sich an der Brühe so wie satt gefressen gehabt. Jetzt habe ich die früh keine Brühe mehr gegeben. Da haben die abends natürlich auch ein bisschen besser gefressen. Spikey muss noch kriegen. Du verhalte dich mal ordentlich im Wald. Nee. Wenn du los willst, will ich noch lange nicht. Muss ich an die Regeln halten, mein Freund. Ja. Wer sich nicht an die Regeln hält, weißt du, wo der hinkommt? Tierheim. Tierheim. Da kommst du hin. Wer sich nicht an die Regeln hält. Ne? Und den großen Zambalo spielen will. Ja. Noch ein Napf? Ne, drei Stück. Vier Stück. Ja, so, jetzt fahren wir noch ein kleines Stück und dann Wechsel machen. Okay, hier kann ich vielleicht schon mal während der Fahrt filmen, oder? Ja. Genau, filmen erstmal. Genau. Dann kommen wir festhalten. An den Schranke ran und dann wechseln wir da. So, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Alles klar, dann löse alles, was zu lösen ist. Wunderbar. Also von mir aus kann es weitergehen. Ich bin nicht. So, nehmen wir deine Hände hier außen. Hier außen anfassen. Ja? Bitte mitlenken. Okay. So, ich halte mich hier fest, gell? Okay. So. Wichtig ist, dass du dich festhältst, dass du, wenn sie anziehen, nicht beide rückwärts fliegen. Okay. Feine Max, super! Eine. Na, Lakota, du siehst aus, als ob du mal, ob du gleich musst. Lakota, Häufchen? Wird gleich, hockt er sich hin. Ja, da war die richtige Stellung noch nicht. Bike, drück noch rüber. Hast du gesehen, wie das geht? Wenn du rüber gedrückt hast. Fein gemacht, Bike. Super. Spike ist der Einzige, der das Wort rüber versteht. Knut, dein Schwanz ist doch völlig verzerrt. Na, Knoten da drin im Ding oder was? So, gehen wir auf die Hakenbremse. Stopp! Weiter Film. Ich will mal gucken, was mit dem Knut sein Schwanz da vorne ist. Aha, alles klar. Hat das Ding schon ausgedreht. Okay, und lauf. Ja, kannst wieder runter. So, übernimmst die Lenkung wieder. Alles klar. Super. Jetzt haben wir da vorne eine Schranke, die ist offen. Das ist aber immer so, dass sie ein halbes Jahr offen ist, ein halbes Jahr geschlossen ist.
Und wenn die natürlich geschlossen ist, müssen wir immer an der Schranke vorbei. Dann kann ich mal zeigen, da siehst du schon immer den Weg unten. Aber es ist immer blöd, wenn die jetzt wieder ein halbes Jahr offen ist, den Hund dann wieder beizubringen. Irgendwann, dass er wieder mal vorbeiläuft. Na. Aslan, da ist wohl noch Zeit dazu, die Mannschaft anzuhalten auf drei Beinen und zu pinkeln. Weißt, wie ich das leiden kann am Berg, wenn die anderen alle arbeiten. Na, guck dir den kleinen Balu an. Der mit seinen kleinen Stapfern. Sind auch bei allen die Ohren steif, außer beim Balu wackeln die Ohrenspitzen. Guck, klick. Siehst du das? Ja. Die Dinger sind da oben ein bisschen. Stimmt, das wäre nicht gefallen. Geradeaus, ja. So, warte mal, geradeaus. So, jetzt tun wir noch mal wechseln. Wenn ihr wollt, stopp. Aha, ja, und nimm. Ihr könnt frei selber bestimmen, wie ihr wechseln wollt, gell? Mir ist es egal. Also, gehst du oder willst du noch einen Moment? Wie du möchtest. Du kannst auch noch ein bisschen filmen, wenn du dann wechseln willst. Ein bisschen rein in die Brühe. Ja, ich pack weg und dann können wir wechseln. So, warte mal, jetzt. Okay. Du bleibst noch drauf. Ja, ich bleib drauf, bis es weg. Genau, so, alles klar, du bleibst noch sitzen. Schnell anmodiert, ja. Ja, kein Problem. Stopp! Kann ich jetzt oder soll ich noch stehen bleiben? Warte mal. So, du bleibst noch sitzen, du gehst rüber. Alles klar, und dann macht ihr ganz schnell. Und stopp! Gehst bei mir unterm Arm durch. Jawohl. Alles klar, und lauf. Auf geht's, Männer. Jetzt haben die nämlich gebadet, jetzt haben sie wieder volle Energie. Okay. Geradeaus. Mit nassen Bäuchen in den Schnee. Und so. Knut, du bist als Leithund gleich degradiert, Freund. So, Hände hier hin. So, genau, zurücklenken. Hast du das Ding im Griff? Nee. Ich auch nicht, lass mal los. Halt ja fest. Wenn die runterfeuer reißt, machst du das Scheiße einfach stopp und stellst dich auf die Bremse. Oh nee, das ist mir zu schön und anstrengend, so weit die Hände auseinander zu haben. Warte, ich übernehme gleich wieder. Ja, das dann noch. Super, normalerweise können die Frauen besser steuern als die Männer. Beim Schlitten ist es immer so. Das gebe ich gerne ab, dass ich nicht gut steuern kann, aber das ist mir echt zu weit auseinander. So. Ja. Vor allem, was ist denn? Du kannst auch mit beiden Beinen gerade stehen. Vor allem, wo lenkst du denn wieder? Hier, guck. Das ist im Prinzip eine Spurstange unten dran und dann wie beim Auto. Du kannst auch mit beiden Beinen hier drauf. Das ist eigentlich mit dem Bein hinten ist für Große gedacht. Dass die nicht mehr vorne, wenn ich mal bremse, über den Lenker machen, weißt du? Da, wo wir jetzt hochfahren, das war hier ein jahrhundertalter Wirtschaftsweg. Und diese Pflastersteine, die da drin sind, ja, jahrhundertalt. Keine Ahnung. Jedenfalls haben die da hier irgendwie von Dorf zu Dorf immer mit ihren Pferden und Kram Handel betrieben. Nachher fahren wir an den dicksten Baum im Wald vorbei. So. Der sieht aber von Weitem gar nicht so dick aus. Wenn ich es nicht anhalte und sagen würde, wird es gar nicht erkennen. Dauert aber noch ein bisschen. Und genau, 10 Meter vorher steht der dürreste Baum. Komm, Nanook.
Mixler, was hat er denn gesehen? Mixler, geradeaus. Wildschweine irgendwo. Ja, irgendwas. Irgendwas ist da drin. Ja, raus hier, Wildzeug! Nee, drin bleiben. Drin bleiben, so rum. Nee, hier meistens auch. Geradeaus, geradeaus und weiter, weiter, weiter. Raus aus dem Eis! Stopp, die Sophie muss mal. Stopp! Auf einmal so windig. Kommt der her? Puh, das war mich auch jetzt so. Und die Wolken oben an, das pfeift ganz schön durch, gell? Ich glaub schon. Nicht mehr rein sogar. Ja? Ich glaub schon, ja. Das ist schlecht. Balu, raus aus dem kalten Schnee mit deinem nassen Bauch. Ja, vor allem hat er sich in den Haufen gelegt. Kriegst später keine Streichleinheiten. Ja. Ich glaube ja. Hm. Ach, das war gerade so noch. Links! Links! Mensch! Leute, Wechsel, du musst schon hören, ich weiß da dran, aber da drinnen ist zu. Siehst du hier die Wildschweine alle frisch gewühlt hier? Ja, ja. Hier rechts drin. Alter Falter, hier waren sie erst. Ja. Dass die den umwerfen, wenn es blöd läuft. Nee, Kurve, noch nie. Noch nie, okay. Also der Schlitten, der ist mir, sagen wir mal, mehr als 50 Mal schon umgefallen. Okay. Weil der natürlich nur eine 45er Breite hat. Ja. Okay. Aber das Ding umzuwerfen. Nee, okay. Ja, da ist. Und nimmt nochmal fein in den Schnee. Stopp. Ist ja echt fies, wenn die so zusammen sind. Der eine wälzt sich, der andere will pinkeln gehen und... Flup. Müsste sich bitte besser absprechen. Auch der Spike will auch mal wälzen. Geh du mal vor, machst du mal den blauen, den Spike, ne, mit dem dunkelblauen von der Neckleine vorne ab und machst die Neckleine an den anderen noch mit dran. Nochmal bitte. Ab vom Halsband wegmachen. Ne? Genau, du gehst mal vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Vom Halsband ab und rechts an den genau. Dran. Genau. Weiter vor. Jetzt bei dem Braun machst du mal die Leile vom Halsband ab. Nein, nee, vom bei dem Braunen. Braunen, ja. Und machst du bei den anderen noch mit dran, dass der zwei hat. Jawohl. Super. Spike, jetzt kannst du auch feinen Husky machen. Braun, braun kannst du braun von schwarz nicht unterscheiden. Fertig. Und. Hopp. Der feine Balu. Und der braune, der zieht auch noch gut, der ist 12 Jahre. Der Spike. Sollte dies ja eigentlich auch schon ein wenig weniger machen, aber da mir ja eine starke Hündin gestorben ist mit 3 Jahren an Epilepsie, die Tante von Balu und der andere starke, der Washagi, einen Kreuzbandriss hatte, ja. Tja, da hast du natürlich 2 starke Hunde weniger, gell? Ja. Da stehst du natürlich da, dann muss der alte Spike jetzt wieder ran. Da müssen wir ja drüben längs fahren, dass es nicht so spritzt. Meine, super Knut! Wie macht das mit mehreren Leuten? Dann fahrst du eine kleine Runde wieder zu dem Ausgangspunkt zurück? Nein, wir haben Wechselstellen. Wenn ich einmal wieder nach Hause fahre, ist für die eigentlich Feierabend. Die okay. Ude, ich zeig dir nachher mal eine Wechselstelle. Ah,
die werden da hingefahren. Genau, die Ute geht mit den Leuten dahin, hat auch ein bisschen Wasser im Kanister dabei und, okay. und. Ah, so wird es gemacht, okay. Und dann fahre ich wieder weiter und die anderen stehen dann an der nächsten Wechselstelle. Ist das wirklich so, ja? Wenn die an dem Tag gelaufen sind und kommen jetzt heim und sagen sie, oh, das reicht ja, nicht. Ja, die würden schon noch, wenn ich die jetzt noch mal motiviere, schon noch laufen. Ja. Aber sagen wir mal, interessanter und leichter und lieber ist es denn so. So, okay. Ja. Ja? Okay. Das soll ja, sagen wir mal, den Burschen auch jeden Tag, wenn sie laufen, Spaß machen. Natürlich. Weil sonst, wenn du überlegst, wir fahren so 200 Kilometer die Woche, das ist, wenn ich Freitag wieder 6 Leute habe, da fahren wir knapp 70 Kilometer. Dann Samstag noch einmal und dann noch einmal, ja gut, dann mal 50, mal 40 an einem Mittwoch oder so. Okay. 4 Stück sind, bei uns sind es vielleicht heute 15. Ja. Und dann kommt es auf knapp 200 Kilometer. Ne? Ja. Und dann müssen die sich, stopp! Dann müssen die sich natürlich immer noch jedes Mal freuen, wenn wir sie anschnallen. Ja. Weil wenn sie dann schon ans Zahn ziehen und gehen in die Hütte, dann ist es blöd. Ja. Ja. Und lauf! Deswegen haben wir am Montag, Dienstag die Ruhetage, weißt du, dass sie wieder ein bisschen ausruhen können, dass sie sich richtig wieder drauf freuen können. Ja. Mittwoch, Donnerstag Ruhetag und dann Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Vollgas. Freitag, Samstag und Sonntag? Ja, ja. Freitag. Jeweils 6 Leute. In der Natur zu sein, gibt es doch gar nichts, oder? So, ja, nicht. Mit der Ruhe und mit dem Tier. Wenn richtig dick Schnee ist und hast den Schlitten, dann hörst du es halt nur rauschen. Nur, ne? Oder, ja. Oh, jetzt siehst du erstmal den dürresten Baum auf der linken Seite, guck, und Kerzen gerade. Geil, gell? Nicht schlecht, ja. Lauf, 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 lauf! Mensch! Stopp. Guck, und links ist der dickeste hier. Der hier. Ja, der erste, der da? Ja. Okay. Guck den mal hoch. Oh ja, das ist ein riesen Oschi. Ich glaube, da haben wir 3 oder 4 Mann brauchst du, die sich zusammen machen, um den. So. Der fällt gar nicht auf, wenn du so vorbeifährst. Nee, ja. Aber. Und lauf! Ach, wir wollen weiter hier über unsere. Sophie! Sophie! Feine! Geradeaus! Einlauf! Super, ein links. Ja, ich will jetzt heftig da hoch. Stopp. Stopp.
Das ist ihr Hassberg. Das kann ich mir mal vorstellen. Weil immer der Berg. Da geht es aber noch, wenn wir die Runde hinten rumfahren, dann haben wir zum Schluss 4 solche Anstiege. Oh. Dann müssen wir da unten aus dem Dorf bis da hochfahren. Ja, das, was man anfangs runterfährt, müssen wir irgendwann wieder hoch. Ne? Ja, ihr kriegt eure Streicheleinheiten immer, gell? Eine. Halt dein Schnabel! Bibi Balu, alles klar? Ja. Und ihr zwei? Knut! Du sollst dich immer zu rumtanzen. Hierher! Mensch, deine Tanzerei da. Überall hin. Ist gut! Freund, gib den linken Haken gleich. Im Wald ist mal ruhig, das hört unser Jäger. So, fahren wir den Berg hoch und kurz vor, bevor es gerade geht, gehen wir nachher nochmal. Ne, warte mal. Das ist ja relativ trocken, die Wiese. Da ist es besser, wenn ich auf der Vorderbremse ein bisschen mehr. Alles klar, wir lassen es alles so. Und ausrichten die Mannschaft. Und lauf. Komm, wir müssen hier hoch, Jungs. Ja. Und dann ist ja immer noch, wir fahren da fast 4.500 bis 5.000 Kilometer in der Saison. Ja. Und dann natürlich 3.5 auf Schotter, gell? Ja. Und die haben nichts mit dem Pfoten, ne? Ja. Ich bin einer von wenigen, der keine Hundeschuhe anziehen muss. Okay. Warum, weiß ich aber selber nicht. Das Bike. Fein das Bike. Super, ziehst du. 12 Jahre und Volldruck. Sophie, konzentrier dich doch mal, Fräulein. Den Berg müssen mal alle was machen hier. Kommt. Ja. Aus der Reihe tanzt, ist kacke. Sophie! Ah, die ist. Lässt sich leicht ablenken. Und Konzentration lässt bei ihr schnell nach. Feinzi! Ja, weil die Klee hat Kraft, wenn die sie richtig konzentriert und zieht, weißt du? Das merkst du schon, ob die mitmacht oder ob die Blödsinn macht. Was ist denn da? Freunde? Leithunde? Vorwärts! Raus aus dem Graben! Oh, ist fein. Wisst ihr, wie ich das leiden kann? Gräben. Komm, Nanook. Nein!
So, jetzt tust du das linke Bein wieder mal runter. Ja, für ungefähr 100 Meter dann. Wir unten reinfahren, dass wir ein bisschen mehr Gewicht auf der Hinterachse kriegen. Zum Bremsen. Jetzt kommt nämlich der berühmt-berüchtigte Hohlweg. Max und Knut, langsam. Hoppala, fein langsam hier. Konzentration. Jawohl, fein langsam und bleib. Man kann dir vorstellen, warum ich hier mit meinem kleinen Ischias immer mal was hab, gell? Ja. Wir pupsen alle raus und wieder rein. Also, richtig. Langsam weg, langsam. Das haben wir jetzt aber gewusst, dass es rechts rum geht, oder? Da habe ich nichts mehr sagen müssen. Nee, das ist dann halt. Ja, diese Zubringer. Und wenn ich bei den anderen Wegen nichts sage, dann laufen sie auch die sie am liebsten natürlich möchten. Ja. Ja. Interessant sind, wo es wild ist und Wasser und Schlamm und Kram, da laufen sie am liebsten lang. Wächst immer noch langsam. So hat schon wieder Arme, das geht gut schön. Die Oberarme, ja. Wächst immer noch langsam. So, jetzt kannst du dich wieder, wenn du magst, etwas entspannen. Und fein und lauf, Max. Gute Kondition dazu. Max, musst du noch mal Häufchen? Ein rechts. Der Wind ist stärker geworden auf alle Fälle gegenüber vorhin. So, da vorne können wir dann um den Haufen hin legen wir uns ein bisschen leicht links mit rein. Langsam, langsam. Okay. So, jetzt steigst du mal auf die Hakenbremse. Ja, schön gemütlich drauf. Mit beiden Füßen. Das ruckelt wie ABS. Ja, oder? Du hast das volle Programm heute gehabt, gell? Oh, mein Fitnessstudio die Woche mehr. Oh. Sehr gut, sehr gut. Gleich können ein paar Steine kommen, aber eisern draufbleiben. Achtung, gleich ruckelt das ABS. Oh, oh, okay. Bleib drauf noch. Jawohl, stopp. So, jetzt kannst du runter von der Bremse. Runter von der Bremse, jawohl. Und lauf! Super. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur noch an die Nachbar seine zwei Chihuahuas und fünf Katzen vorbei. Die Einfahrt ist nämlich immer nicht ohne. Bitte? Da drüben ist von meinem Schwager, der Dobermann. Die haben wir mit vier Dobermännern den Schlittenhundesport gemacht. Ja, ja. Max, konzentriert euch. Ich will jetzt nichts sehen mit den Mizis hier. Und vorbei. Jetzt kommt der Zielsprint. Langsam, Maxle. Oh, oh, oh. Maxle, langsam. Für die Jungpferde, langsam. Oh, oh. Und rein in die Garage. Stopp! Zack! Oh. Ah. Genial! Alles klar? Genial! Genial!
Saugeiles Wetter, du, die Hunde waren gut drauf heute. Schön. Oh. So, ihr macht die Hunde hier am Halsband ab. Aber nur am Halsband. Alle, ja? Halsband. Ja. Und alle schön. Fein, habt ihr das gemacht? Feine! Ja, ja! Die Feinen! Die Bäuche schön trocken machen, Lieschen, gell? Ja. Die haben sie nämlich in den Schnee reingekommen. Ins Wasser. Genau. Spike, Marsch. So, die führt er mit rein hier. So, gut festhalten, die wollen nämlich immer. Baby! Das Baby Balu. Pfui! So, und da rein damit, jawohl. So, ihr könnt gleich mit rein. Und zieht, helft beim Ausziehen. Bäuche trocken machen. Und ja. Sophie, komm. Nimm mal, schnell lauf. Hopp, lauf. Hier, Sophie! Sophie! Raus! Komm! Jetzt geht's in den Zwinger! Hier, Sophie, komm! Komm rein! Komm, Wasser! So ist es fein, na klar! Halleni! Wo? Ja, oben, ich hab gewartet, wo ist er denn? Ich will auch mal zurück, dann war ich ganz schön ein bisschen gekommen und ganz vorne. Hoppala. Wie lange war man weg? Eineinhalb Stunden. Stunde. Um 12 doch los. Doch, kurz nach 12 sind wir los. Der Kercher, hab ich den hinten? Das weiß ich nicht. Ach, du hast ihn nicht gebraucht? Nein. War den Balu, genau, den musst du den Bäuche. Soll ich von der Wasserleitung holen? Ja. Ja, da drinnen hast du wahrscheinlich auch deine Giardien. Wenn die da drauf pinkeln. Oh ja, man weiß es nicht. Thank you.